So, der Minister empfängt Sie in 40 Sekunden. Schatz, hey, ich hab mein Corona-Rosa-Outfit an. Hm? Was soll das heißen? Na, dass ich negativ getestet bin, was glaubst du? Also, du? Na, ich hab heute meinen roten Entenschnabel drauf. Was heißt das? Dass jeder sieht, dass ich ein Roter bin. Achso, nichts anderes. Was ist da los? Hallo, ist da noch zu? Wir sind da! Wir sind schon da, hallo. Ja, dann werde ich ja etwas machen, wenn die drei LHs kommen, die drei Landeshauptleute, etwas, worauf sie sicherlich alle einigen werden. Habe ich mir gedacht, da mache ich was ganz Traditionelles. Mache ich einfach Anchovy-Nudel. Anchovy-Nudel vom Anchovy-Rudel. Das ist ein Patentrezept, da haben sie alle noch bis dato einigen. Ah, da sind sie schon. Servus, Rudel! 10 Sekunden, zu bald hat sie es. Genosse, bitte drücken Sie den Knopf. Ja, zu Befehl. Danke, Freundschaft. Grüß dich. Servus. Hast du einen Hunger mitgebracht? Nein, das hat sie mitgebracht und in Ludwig auch. So, kommt einer da, die Presse war auch da, aber ich würde sagen, da gehen wir einfach dran vorbei und dann da jetzt nicht Presse konferieren, gehen wir gleich in Medias Res, oder? Was sagst du? Na, Moment einmal, wo die Presse ist, da muss ich schon was sagen. Das werde ich jetzt aber parteiunabhängig machen, weil ich vertrete immerhin ja ein Viertel der Österreicher und Österreicherinnen als Bürgermeister der Wiener Stadt, der was ich bin. Und wichtig ist, dass alles ganz offen ist und dass schlussendlich wir alle im Bilde sind. Das ist das Wichtigste. Warte ein wenig, Wickel. Ich muss erst ins Bild reinigen. So, jetzt bin ich auch im Bilde. Wie schaut's bei dir aus, Hanni? Jetzt könnten Sie mir was fragen vielleicht. Ja, die Osterruhe ist ja doch relativ hart jetzt im Osten. Osten. Sprechen Sie da eigentlich alle mit einer Stimme? Naja, also ich kann ja natürlich nur für mich sprechen und würde sagen, ja, ich spreche mit einer Stimme. Wenn ich mich da umschaue, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, der spricht nur mit dem Viertel einer Stimme, der Doskozell und die Frau Landeshauptfrau Mikl-Reitner, die muss selbst fragen. Was? Achso. Das sind aber die Leute vom Studio Niederösterreich ohnehin gewöhnt, dass ich die Fragen selber stelle. Sie fragen mir also, warum sind Sie so eine gute Landeshauptfrau? Antwort, weil ich alles gut mache. Danke sehr. So, die Frage euch, habt ihr schon was gegessen? Ja, das trifft Sie gut. Ich kann vorschlagen, Anchovy-Nudel. Ja. Ja. Wie wir es nicht anders gedacht haben, war es so, dass wir uns eigentlich dann schlussendlich schon geeinigt haben. Aber im Sinne der neuen transparenten Verhandlungsort und Weise möchte ich das ganz offen jetzt sagen, dass wir das vielleicht noch erzählen, wie wir dort hingekommen sind. Und zwar am wichtigsten vom Start bis zum Zü. Das geht zu. Gut, also es war so, dass er, der Anchovy-Rudel, hat gesagt, heißt, da habt ihr was zum Essen, Anchovy-Nudeln. Hat dann so auf die Chip gesagt, Alter, tut mir leid, das kann ich nicht essen. Es war wegen der Geraden. Das geht nicht. Ja, und da habe ich mich angesprochen gefühlt, haben wir gedacht, hörst, haben wir da einen Schovi, der was mich Gradl nennt? Aber nein, er hat nur die Gräten gemeint, die was an meinem Hals kitzeln. Ich habe aber auch ein Thema gehabt, habe ich gesagt, ich bin Antipasti. Ah, da haben wir uns dann gedacht, die ÖVP Niederösterreich, die ist jetzt gegen den Kurz, also Antipasti, aber das war ein Missverständnis, die hat eigentlich nur die Nudeln gemeint. Auf jeden Fall gab es da ein ziemliches Hin und Her, das eigentlich nur war wegen diese Anchovy-Nudeln. Und jetzt haben wir einen ziemlichen Strudel eigentlich. Nein, das stimmt überhaupt nicht, wir haben nur überhaupt keinen Strudel, den müssen wir erst machen, das dauert dann Echtel. Und das Sprichwort sagt, es zieht sich wie ein Strudeltag für Tag, für Tag, für Tag. Vielen Dank, Maschek. Maschek. Jetzt kommt ein hochinteressanter